Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu No Man's Sky im Synthesis Update. Vor ein paar Tagen ist was Neues erschienen. Wir können jetzt einen Synthesizer bauen. Also der Beatbox eigentlich, die Boombox. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie sie wirklich heißt. Ist mir auch blunzen. Wir probieren sie jetzt einfach mal aus. Dazu habe ich mir jetzt gerade mein ganzes Klumpfer zusammengesucht, was ich so normal brauche. Das herzustellen, nämlich hier, wo noch nichts ist. Weil ich es erst mache, weil ihr immer machen das miteinander. Ich kenne mich sowieso wieder Staner aus, damit auch im echten Leben mit Musik machen. Nicht viel am Hut. Wir probieren jetzt einfach mal ein bisschen rum. Schauen, was wir hinkriegen. Dazu werden wir sich kurz mit dem Terrain-Manipulator eine schöne Stelle da machen. Ah, das schaut gut aus. So. Sehr gut. Ich würde mir gerne ein paar Metallplatten dahin hängen. Das war in der Ferritstaub. Das geht. Dann machen wir mal da mal her. Ferritstaub habe ich, glaube ich, genug. Das ist jetzt mal so. Boombox-mäßig wird es so reichen. So. Schauen wir mal, wo baut man das Zeug? In Technologie allgemein. Schauen wir die mal daher. Hm? Ohoho. Also diese Teile kann man mit komplexe musikalischen Arrangements erzeugen kann. Mehrere Geräte können hintereinander platziert mit Leuchten verbunden werden, um spektakuläre Vorführungen zu ermöglichen. Das könnten wir auch mal probieren, das habe ich aber jetzt glaube ich nicht gelernt. Um das Teil zu bauen, sehe ich, brauche ich noch eine Metallplatte. Hier. Sicher, sicher. Und dann gibt es die Geräuschbox, ein spezielles Konstruktionsmodul, das entwickelt wurde, um ein Hochfrequenzgeräusch auszusenden. Die Töne kann den Anforderungen des Benutzers entsprechend angepasst werden. Ja. Kein Plan. Wirkt aber jetzt irgendwie so, wie wenn eher, wenn ich da nicht wo nicht bauen könnte, ich das aufstellen muss und dann dort bauen kann. Gucken wir mal das andere Teil aus. So. Boombox. Ich liebe ja Musik prinzipiell. Nicht genügend Strom. Also das kriegen wir aber hin. Da ist er irgendwo. Da herin. Da. Ich habe da hinten ja meine Verlängerung. Von die Stromerzeugteile. Mal Strom abzapfen da. Komm mal mit. Drüber. Ja, ist jetzt nicht wunderschön, aber es, ich hoffe, mal, es funktioniert. Strom! Hey! Macht er das jetzt die ganze Zeit? Ach du Scheiße! Also irgendwie... Okay, im Hauptsequenz kann man da random durchfahren. Stärke. Okay. Ganz langsam mal. A-Dur. E-Dur.
Beats. Ich mag schnelle Musik. So, jetzt bräuchte ich noch ein bisschen. Freuen, oder? Okay. Bisschen dämlich wird man da auch dabei, aber okay. Mal alle weg da. Oh. Did it. Did it. Irgendwie ist das ja cool, aber wir kriegen Bass in das Teil rein. Ich will da Bass haben. Warte mal. Warte mal, das können wir ja besser. So, es ist so Musik, die ich dann mal höre. Uptempo, Hardcore. Boah, wenn ich mich irgendwie mit Musik auskennen würde, kriegen wir ja sicher irgendwie einen Bass hin, oder? Speedcore! Passieren, danke. Wäre es ja gar nicht so mies. Sequenz. Was ist alles da? Mal weg. Hey, gut gemacht, oder? Das hört sich ja schon fast gut an. Oh, das ist ja geil. Was macht denn das da? Also mir gefällt das. Das ist langsam. Da brauchen wir es. Yeah. Man merkt am wilden Rumgeklicke, ich habe keinen Plan, was ich da mache. Aber es ist cool, dass das geht. Finde ich eigentlich recht cool. Ich sage es ehrlich, keine Ahnung, was ich da tue.
Ist aber so, ich lasse das mal da stehen. Und darf da Musik machen. Ja, wollte ich mir schon lang anschauen, jetzt die letzten Tage. Ich meine, man kann das Ding mit Lichter verbinden. Wie? Keine Ahnung. Das weiß ich leider nicht. Aber ich schätze mal, mit dem Lichtkabel kann ich Lichter herstellen. Das fällt unter Dekoration, oder? Lichter. Lichtbox. Warte mal. Machen wir mal eine daher. Und verbinden die mal mit dem Lichterkabel. Nee, mach was. Vielleicht geht das mit der Box nicht. Also gestanden Licht im Allgemeinen. Machen wir mal Deko. Mal wieder her. Ja. Was braucht man dafür das andere Teil? Oh. Ich meine, da brauchen wir das Teil. Die Schaltung, so. Auch herstellen können. Das ist okay, wo ist das Kabel? Von hier nach da. Ja, und jetzt? Muss ich da die Box daneben stellen? Na, warte mal, da kann man doch irgendwie anhängen. Ne? Komm mal her. Ja, aber das geht ja nicht. Warte mal, wir haben nur eine Lampe irgendwo. So, heute, was brauche ich da jetzt? Heute jetzt. Kann das Ding irgendwas? Was habe ich da was falsch gemacht gerade? Warum blinkst du nicht? Lampe! Ich pack das nicht.
ich bin wirklich zu blöd dafür. Aber gut, das ist jetzt doch, finde ich, gar nicht so easy gerade. Also das Ding macht die ganze Zeit Musik. Ich habe diesen komischen Würfel damit verbunden und der Würfel sollte zur Lampe. Ist er auch. Ah, warte mal. Das ist das Falsche? Strom? Ja, noch so ein Ding wohin stellen. Nee. Jetzt nochmal kurz die Verkabelung entfernen. Ich hab da Käse gebaut. Kann ich jetzt irgendwie von... ...von Musikteil... ...zu dem Musikteil, okay. Müsste ich eigentlich mit dem Strom daher. Wir raten, das Teil hat keinen Strom. Hahaha! Punkt! Cool! Halt mal. Das heißt, wir verbinden mit vom Strom das Ding an den Strom, das Stromkabel zu daher, zu dem hin und von dem Lautsprecher zur Box. Da war was random generieren. Geht das jetzt mit mehr als ein Gerät? Cool. Sehr geil. Also, ihr seht prinzipiell, wie es funktioniert. Ich bin da kein Profi drin, deswegen werde ich mich damit jetzt auch nicht extrem befassen, weil ich glaube nicht, dass das jetzt für mich jetzt so das ultimative irgendwas wird, ja. Aber prinzipiell, Box aufstellen, dann jeder sein musikalisches Können da abspielen. Diese Minibox dahinstellen, wo die Lichter rankören, am Stromanschluss unten die Lichter ran. Mit Shift gedrückt, Steuerung gedrückt halten, kann man auf die Kabel switchen. Von unten dahin und mit dem Lichtkabel von Box, von oben von der Box, von hier. Hier, von hier mit dem Lichtkabel zum Musikgerät und vom Strom aus auf die Leuchtmittel hin. Cool, vielleicht spiele ich mich hier irgendwann mal doch damit. Jetzt gerade glaube ich aber nicht, dass das jetzt so mein Overkill-Projekt wird, da ich, wenn ich mich damit auskennen würde, vielleicht, aber so tut das gerade nicht viel. Mal alles leeren. Oh, gut. So.
Geil. Lass mal das mal rennen. Kann man die jetzt noch unterschiedlich einstellen? Beim Grundton. Das heißt, wenn ich zwei Lampen unterschiedlich stelle, brauche ich zwei so Castle. Und alle, was da dranhängen, können nur das gleiche machen. Ich mache jetzt nicht viel. Weiß ich, dass Lightjock ist es im Leben auch nicht leichter. Gibt's ja nicht, so wegen der Wirbel, die verblinkend hinbracht, die Dinger. Das ist voll blinkend. Und das zeigt durch den Strom. Oder ist das keine Echtzeit-Vorschau da? Geil! Also ich wette, da kann man sich urlustig spielen. Für Leute, die musikalisch begabt sind, sicher cool. Für mich ist es eher nur nice to have, gut, das geht. So, jetzt lassen wir das jetzt mal. Weil für mehr bin ich da jetzt eh nicht wirklich im Stand dafür. So, was Wichtigeres, ich habe meine Base ausgebaut wieder hier, ein bisschen. Zweites, ein Stückchen weg, dass ich mehr von den Raffinerien aufstellen kann. Sind jetzt aber gerade, ne, sind noch nicht leer. Stellen Nanit her, brav. Alle heiligen Zeiten schaue ich da halt mal hin. Das ist so ein Nanit nebenbei. Ich bin drauf gekommen, das funktioniert mit den Dinger. Aber ich bin auch drauf gekommen, dass es doch eine sehr zahre Angelegenheit ist, um da an viel Nanit zu kommen. Also nebenbei kann ich es jedem empfehlen, so irgendwo hinzustellen. Ich port zur Silberfarm, dann zur Goldfarm und da beim Portal habe ich auch bei der Goldfarm das aufgebaut. Kann man immer schnell was reinwerfen. Würde auch jeden aber empfehlen, das Platin nehmt einfach mit. Belagert euch keine Raffinerie damit, sondern ihr habt ja euren Anzugs, eure Anzugsraffinerie. Nehmt einfach mit. Das habe ich jetzt auch gemacht. Er stellt mir die ganze Zeit da einfach immer was her. Dann haue ich wieder was rein. Ein bisschen Kohlenstoff kriegt man immer nebenbei irgendwo her. So, los, weiter. Es rennt so nebenbei mit. Das ist eigentlich recht cool. Die habe ich mit zum Verkaufen, die Module. Brauche ich nicht mehr. Gut. War das mal ein etwas kürzerer Part. Erste Schritte in die Musik. Jetzt blinkt das da drin die ganze Zeit. Sehr cool. Ja, gut. Sonst probiere ich eigentlich gerade einen S-Klasse Entdecker zu bekommen. Das liegt daran, weil ich gerne einen hätte. In der Ibref-Station ist im reichen Gebiet, wo ich mir gedacht habe, eigentlich, ja, vielleicht kommt mal einer vorbei. Das ist derzeit noch nicht passiert, vielleicht kommt es ja noch. Schauen wir mal. Noch war es nicht so weit. Zack, da sind wir wieder. Zack, die Bohre. Machen wir mal. Mein Schiffi. Das schaut auch ziemlich leer aus gerade. Ich meine, ich habe schon wieder über 1000 so Nanithaufen jetzt dazu gekriegt. Es geht. Es läuft. Zack. Die Stapelgröße könnte wirklich höher sein. Und damit meine ich, dass auch die Platt, dass man mehr, nicht nur 10.000 reingehen kann, sondern mehr reingeben kann in die ganzen Raffinerien. Auch jetzt muss man doch alle Viertelstunden mal vorbei oder die Geschwindigkeit zum Erhöhen.
Wenn da von mir aus auch ein Upgrade raus reinhauen ins Spiel, das mal bauen und muss oder so, aber. Alles nur Wunschträume. Übrigens kriegt ihr dieses Musikteil, kriegt ihr im Nexus zu lernen beim Konstruktionshändler. Also im Endeffekt. Ärgerlich, glaube ich, klar war, aber manchmal ist es nicht so, man muss halt da doch ein bisschen mal nachschauen. Zufällig gibt es in dem System, wo ich nämlich bin, auch ein Hyperantriebsmodul, das heißt, ich kann eigentlich jedes Mal wieder eins kaufen. Das ist auch recht klar, ich brauche es jetzt aber gerade nicht. Ich bin noch sehr weit von meiner 50.000 entfernt. Oh, was bist du? Ja, so einen habe ich stehen, aber es hilft mir jetzt nichts. Falls irgendjemand weiß, wie man die Stats anschauen kann bei den Schiffen. Ah, du Sackelpicker, Alter, du. Ach Gott. In Videos von anderen YouTuber teilweise sieht man damit so Stats, das Potenzial der Schiffe, den Bonus 62% bei exotischen Schiffen zum Beispiel hier. Hätte er dabei plus Bonus und was weiß ich alles. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die das, wie man das hinkriegt. Also ich kann das. Also fehlt mir was zum Einbauen? Kann ich noch einbauen? Ja, Konfliktscan, aber. Ist. Ja, das hilft mir ja nicht, um meine eigenen Stats vom Schiff zu sehen. Also da bin ich ein bisschen überfragt. Muss aber dazu sagen, ich nehme gern jeden Hinweis an. Wenn einer einen hat, bitte in die Kommentare, wie das funktioniert. So, sind wir weg alle. Ja, gut, das war's mal. Denk mal, das lassen wir, weil jetzt, hier lassen wir es mal, der Part ist jetzt schon ein Stückchen. B. Nicht noch einer kommen, ja, da. A. Transporter. Ne, ist nicht meins. Oho, ho, da tut uns allein nach der Reihe. Was bist denn du? Shuttle B. Decker B. Oh. Schade. Außer Spesen nichts gewesen. Naja, okay, ich werde jetzt mal mich dann noch ein bisschen umschauen, dann werde ich dann anfangen weiter zu überlegen, wie komme ich Richtung Mittelpunkt des Universums, vielleicht mal ein paar Quests anschauen. Die Korvax müsste ich im Ruf steigern, ich schaue mir mal die Quests von den Auftraggebern an. Falsche Seite, wieder mal. Ich bin ja wirklich, also egal was ich mache, ihr könnt sicher sein, egal was ich, was mir gerade einfällt, so schnell, hey, machen wir das. Ich bin immer auf der falschen Seite. Es ist schon langsam schon. Wirkt es wirklich schon so, wie wenn das Absicht ist. Missionsagent. Ist das Schiff kommen oder geflogen? Gut. Ich habe Angst, dass ich wieder was verpasse. Ist der Kartograf? Ein Gesandter, was der macht, weiß ich eigentlich gar nicht. Die haben nämlich so einen Hut gehabt. Der Missionsagent und das Ding. Ja, ich weiß nicht, das kriegt man bei den Missionen nach Hause. Kann man auch schön schauen, schon dabei sind. Mission durchsuchen. Units, Fusionskern, Nanit. Ja. Da wirst du auch nicht reich mit dem Zeug. Also, ich glaube, es bleibt eher beim. Wir suchen uns S-Klasse-Schiff an, statt wir. Versuche es irgendwie zu upgraden. Weil so wird das auch längere Zeit dauern, bis das erledigt ist. Ja, hallo? Ah, Transporter. Jäger? Ja. Decker C. Die trudeln da aber ordentlich ein. Gut, ich bleibe noch ein bisschen da, schau mich an. Schau mich da um. Du müsst ja jetzt ja miterleben, wenn ich es dann gefunden habe, dann seht ihr es im nächsten Part. Sonst überlege ich jetzt, was ich als nächstes mache. Meine Fregatten können repariert, das ist auch so eine zahre Angelegenheit. Ich hoffe auch immer, dass das mal besser geht. Ich habe kein Problem, dahin zu fliegen, aber es ist schon sehr zart. A-Entdecker. Ihr könnt jetzt mal ein S-Entdecker kommen. Das wäre jetzt mal praktisch. Nehme ich den mit. Gut. Dann, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war halbwegs witzig mit der Musik.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ich mir überlegt habe, was ich mache, weiter, dann sehen Sie es im nächsten Part. Aber es wird wahrscheinlich so, was werden wir mal ein paar kleine Missionen mit die zum Ruf steigern etc. mal ein paar Kleinigkeiten. Seeentdecker. Was, wenn er Augen hätte? Steppert, das ist da kaputt. Dürfte ein Jäger sein? Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein und schaut euch auch vielleicht mal ein paar von den anderen Videos an. Es würde mich echt freuen. Lasst einen Kommentar dort, wie euch das alles gefällt. Bis zum nächsten Mal, meine Leute, meine Freunde, und ciao.